Ich bin besser ausgeschlafen, wenn ich draußen schlafe. Und es gibt mir einfach ein Gefühl von unglaublicher Zufriedenheit, mich da rauszulegen. Und einfach, ich denke da gar nicht groß drüber nach. Ich lege mich raus, lege mir meinen Schlafsack und lege mich zu denen dazu. Und bin einfach glücklich. Und ich würde sagen, ich stehe wirklich auf einem Level mit ihnen. Ich vermenschliche meine Huskies nicht. Also sie wissen, sie sind Hunde und sie werden auch als Hunde behandelt. Das macht sie auch zufriedener und ausgeglichener. Aber sie machen aus mir einen sehr ruhigen, zufriedenen Menschen. Das kann man kein Kontostand auf der Welt geben. Also Ende März, beziehungsweise Mitte März, startet der Iron Sled Dog Man in Kärnten, im Nockhalmgebirge. So das Abschlussrennen in der Saison und auch das längste und schwierigste, aber auch schönste Rennen. Geht über 3 Tage, viele Kilometer, viele Höhenmeter, ein schönes Biwak in die Berge. Let the dogs run free. Husky man, Husky man, let the dogs run free. Er kommt daher, weil er genau weiß, was er da in den 3 Tagen. Er kommt da nicht, um Erster zu werden. Obwohl er Erster wird, das ist mir schon klar. Nicht? Aber er fährt einfach daher, weil er 3 Tage haben will, wo er mit seinem Hund eine richtige Gaudi haben will. Mein Leben, das ich jetzt lebe, nie aufgeben. Das ist mein Traumleben. Um kein Geld der Welt. Ich würde auch um kein Geld der Welt einer meiner Hunde verkaufen. Das ist einfach eine Lebenseinstellung. Geld ist nicht alles auf der Welt. Also es gibt wichtigere Dinge. Und die sollte man ausleben, die Träume. Es gibt eh viel zu wenig Leute, die Träume ausleben. Und solche Idealisten muss es hin und wieder auch geben.